Ich begrüße Sie zur Veranstaltung strukturierter und objektorientierter Programmierung. Wir sind jetzt so eigentlich mit den Grundlagen der Programmierung durch. Also das, was jetzt so zum Programmierungskanon auf so einer ganz niedrigen Ebene gehört, Methoden, Arrays, Schleifen, Bedingungen, Variable, Konstanten und all diese Dinge, das haben wir jetzt alles besprochen. Wir haben Sie haben jetzt in den Testaten auch so ein paar Anforderungen gesehen, wobei man dazu sagen muss, dass die Testate im Vergleich sehr, sehr einfach sind. Die werden sich also auch ein oder raus bestimmen. Also das Niveau in der Klausur wird ein bisschen höher sein als wir das in den Testaten jetzt sehen. Ich möchte jetzt allerdings aus gegebenem Anlass nochmal darauf hinweisen, dass das Testat eine Prüfungssituation ist. Also eigenen Bildschirm angucken und keinen anderen. Ja, das hat uns den ersten Täuschungsversuch gesehen. Wenn Sie da solche Versuche unternehmen, werden Sie vom Testat ausgeschlossen, können das Testat das nächste Mal dann erst im nächsten Jahr wieder ablegen. So. Ja, was wollte ich heute mit Ihnen besprechen? Also Sie haben jetzt eben, ich habe das ja auch schon häufiger gesagt in den verschiedenen Veranstaltungen, Sie haben ja jetzt gesehen, dass man beim Programmieren eine ganze Menge Fehler machen kann, dass Dinge schief gehen können, dass Aufgaben auch so komplex sein können, dass man sie nicht auf den ersten Blick versteht, also dass man auch die Komplexität der Lösung vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Das haben wir jetzt gerade in den Übungen in letzter Zeit ja auch gesehen, dass da relativ komplexe Aufgaben dabei sind, wo man sich mal ein paar Gedanken darüber machen muss, wie das Problem zu lösen ist. Und dann auch bei der Problemlösung vielleicht noch bemerkt, dass man die gesamte Aufgabe auch nicht überstiegen hat und dann vielleicht eben sich weitere Gedanken über das Lösungskonzept machen muss. Das ist jetzt ein Problem, mit dem sind Sie nicht alleine. Das geht allen so, die Software entwickeln. Die Komplexität wird vielleicht auf unterschiedlichen Ebenen wahrgenommen, aber im Prinzip ist es immer so, dass Software halt ein ziemlich ekliges Geschäft ist. Ja, man kann es nicht anfassen, man kann es nicht in einem Blick überschauen, man kann es nicht drehen und von allen Seiten angucken, sondern man sieht halt immer nur einen kleinen Ausschnitt und muss im Kopf ein Modell von der Gesamtlösung haben oder von den relevanten Teilen der Gesamtlösung. Und das ist eben nicht so einfach. Und wenn wir uns überlegen, wie kurze Zeit jetzt schon erst Software entwickelt wird, ja, also im Prinzip erst mit großer Energie vielleicht seit Anfang der 60er Jahre geht es wirklich um größere Softwarepakete. Alles vorher waren eher wissenschaftliche Versuche oder militärisch geprägte Versuche, so im Zweiten Weltkrieg, was Sie vielleicht mitbekommen haben. Das heißt, wir sind eine sehr junge Disziplin und versuchen dieser enormen Komplexität, mit der wir da ausgesetzt sind, der versuchen wir eben mit ingenieurmäßigen Methoden zu begegnen. Das ist die Disziplin nennt man Software Engineering, da werden Sie im vierten Semester noch eine ganze Menge zu lernen, welche Verfahren es da gibt, welche Systeme und Werkzeuge man da verwendet, um gute Software eben zu bauen. Eines der wesentlichen Ziele beim Software Engineering ist die Wartbarkeit. Das heißt, Software zu entwickeln, die andere lesen und verstehen und weiterentwickeln können. Das ist ein ganz wesentliches wirtschaftliches Ziel in der Softwareentwicklung. Ein zweites wesentliches Ziel ist natürlich, fehlerarme oder fehlerfreie Software zu entwickeln. Fehlerfrei werden wir sowieso nie schaffen, höchstens fehlerarm. Eben wie gesagt, das ist eines der komplexesten Industrieprodukte, wie man sich überhaupt vorstellen kann. Selbst bei Software wie bei für die Space Shuttles, wo man davon ausgeht, dass sie relativ gut verstanden ist, ging man davon aus, dass dort immer noch in der Größenordnung 25.000 Softwarefehler in so einem Space Shuttle drinstecken.
einfach jetzt aus Empirie und aus Schätzwerten heraus wird dann so ein Wert gebildet. Und ich möchte Ihnen heute zwei Verfahren vorstellen, mit denen wir uns eben ingenieurmäßig an die Softwareentwicklung annähern können. Und ich möchte Ihnen nahelegen, diese Verfahren auch anzuwenden. Auch wenn Ihnen das jetzt auf den ersten Blick sehr wahrscheinlich sehr umständlich erscheinen wird und Sie vielleicht den Eindruck haben, dass man das jetzt bei diesem kleinen Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen, ja alles gar nicht machen muss. Die Idee ist aber letzten Endes, wenn man schon bei kleinen Problemen anfängt, sich mit strukturierten Methoden denen zu nähern, dann kann man das einmal und dann wird man dieses Verfahren eben immer anwenden und wird perspektivisch weniger Probleme haben, mit großen und komplexen Aufgaben umzugehen. Worüber ich hier rede, ist es zum einen die testgetriebene Entwicklung und zum anderen das Refactoring. Testgetriebene Entwicklung bedeutet ganz vereinfacht gesagt, wir überlegen uns zuerst, wie wir die Software, die wir entwickeln wollen, testen und entwickeln danach die Tests und nach den Tests erst die Software. Und Refactoring bedeutet, wenn wir merken, dass ein Projekt, an dem wir arbeiten, dass es ausfranst, dass sich da irgendwelche Software-Artefakte gebildet haben oder entstanden sind, die nicht der Vorstellung strukturierten und ingenieurmäßigen Vorgehens entsprechen, dass man dann halt mit einem strukturierten Ansatz versucht, diese Fehler zu beseitigen. Wir werden das heute in zwei Teilen machen. Ich werde einmal hier an der Tafel kurz die Idee von der testgetriebenen Entwicklung aufschreiben und danach werde ich so eine knappe Stunde eine Demo machen, wie man vorgeht, ganz praktisch. Das werde ich auch aufzeichnen und als Video bereitstellen. Und danach möchte ich Sie bitten, diese Evaluierungsbögen auszufüllen. Das dauert so etwa 10 Minuten. Das dient dazu, die Qualität der Lehre zu messen und möglichst zu verbessern. Ich würde die Bögen dann so etwa 10 Minuten vor Ende der Veranstaltung hier verteilen. Gut, also testgetriebene Entwicklung. Wie gehen wir jetzt bei einem Softwareprojekt überhaupt erstmal vor? Ganz generell. Jetzt ein kleiner Ausflug ins Software Engineering. Ganz generell fängt man dabei an, dass man Anforderungen definiert. Die Anforderungen kommen bei den allermeisten Problemstellungen, mit denen Sie mal zu tun haben werden, aus Drittbranchen. Also aus Branchen wie dem Automobilbau, wie dem Maschinenbau, wie der Chemie, wie dem Finanzwesen, der öffentlichen Verwaltung und so weiter. Ja. Also aus diesen Branchen kommen die Anforderungen, mit denen Sie sich mal auseinandersetzen müssen, um eine Software zu bauen, die genau diese Fachlichkeit, die dort gefordert wird, abbildet. Ja, das ist der weitaus größte Teil an Softwareprojekten sind individuelle Projekte für exakt abgegrenzte Anforderungsbereiche. Anforderungen haben so eine komische Eigenschaft, die verändern sich während des Projekts. Das heißt, es gibt etwas, das nennt sich späte Anforderungen. Damit kann man nichts tun, damit müssen wir leben und daran müssen wir unsere Prozesse anpassen. Man hat es sehr lange versucht, anders vorzugehen, nämlich zu sagen, wir haben hier einen festgegossenen Softwareprozess, zum Beispiel das V-Modell, das werden Sie auch im vierten Semester hören, was das ist. Also ein Vorgehensmodell, nach dem wir Software entwickeln. Und hat dann versucht, die Projekte in dieses Modell reinzupressen und das funktioniert eben nicht, weil im Laufe des Projekts die Erkenntnis über den Gegenstand dessen, was man entwickelt, natürlich sowohl beim Entwickler reift, als auch bei demjenigen, der Kunde ist. Und dadurch entsteht das eben, dass man sogenannte späte Anforderungen hat. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige von Ihnen selbst schon gebaut oder den Bau des Hauses Ihrer Eltern noch aktiv miterlebt. Da gibt es das auch. Ja. Da fällt einem dann irgendwie 3 Wochen vor Fertigstellung ein, dass der Lichtschalter irgendwie auf die andere Seite des Durchgangs soll oder sowas in der Art. Das sind einfach späte Anforderungen, die sich im Projektverlauf ergeben und damit müssen wir leben. Das hat also einen Einfluss darauf, wie wir vorgehen.
und hat einen Einfluss eben auch darauf, wie wir zum Beispiel Software testen. So, wenn Anforderungen definiert sind, wird man üblicherweise Realisierungsschritte vor festlegen. Das heißt, dass nicht alle Anforderungen auf einen Schlag implementiert werden, sondern man wird die untergliedern in Features, wird diese Features wieder in Teilaufgaben für die Entwickler untergliedern und wird dann diese Teilaufgaben so nach und nach abarbeiten. In der Regel gibt es auch eine Priorisierung, also welche Anforderungen sind wichtig, welche nicht so wichtig. Und entsprechend diese Priorisierung wird man dann bei der Entwicklung auch vorgeben. Das ist so das, was als nächstes passiert. So, und jetzt kommen wir zu etwas, was sehr überraschend erstmal ist. Bei der testgetriebenen Entwicklung definiert man Tests. Man legt jetzt also fest, wie will ich diese Software testen? Wenn wir an ein System denken, wie zum Beispiel das HIS, dann würde man sich vorstellen, dass man alle Anwendungsfälle einmal testet, also Anmeldung zu einer Prüfung, Abmelden von einer Prüfung, Ausdrucken des LSF-Auszugs und so weiter, diese ganzen Anwendungsfälle. Und man wird aber gleichzeitig eben auch testen, wie beispielsweise das SSC mit dieser Software umgeht. Was passiert, wenn eine ungültige Matrikelnummer eingegeben wird? Was sind überhaupt gültige Matrikelnummern? Was passiert bei der Notenberechnung beispielsweise für das Zeugnis, wenn man ein ganz ungewöhnliches Notenspektrum in das System reinpackt? Also man wird sich dann ganz verschiedene Fälle überlegen, wie viele, welche Noten Studierende haben könnten aus den verschiedenen Lehrveranstaltungen und wird dann eben überprüfen, ob beispielsweise die Berechnung der Durchschnittsnote korrekt ist. Und das überlegt man sich vorher. Wie will ich das System testen? Das hängt eng zusammen mit den Anforderungen. Welche Anforderungen habe ich? Daraus ergeben sich häufig die Tests, die man machen muss. Man muss natürlich so testen, dass alle Anforderungen von den Tests abgedeckt werden. So. Dann wird man die Tests implementieren. Und dann wird man testen. Was passiert denn, wenn ich jetzt Tests definiere, Tests implementiere und dann teste? Was fehlt denn hier jetzt? Ja? Die Software. Die Software. Was wird also mit dem Test passieren, wenn ich den ausführe? Naja, nehmen wir mal an, er kann testen. Er kann was testen. Also nehmen wir mal an, ich kann den Test ausführen. Ich kann den Test ausführen, aber das, was ich testen will, ist noch nicht da. Was wird dann wahrscheinlich mit dem Test passieren? Er wird abstürzen. Ja, abstürzen, er wird fehlschlagen, sagen wir mal. Wie auch immer, ja. Ja, das ist also eine der Grundideen bei der testgetriebenen Entwicklung. Wir sehen den Fehlschlag. Wir testen immer, bevor die Software überhaupt implementiert ist, um einmal zu sehen, der Test schlägt auch wirklich fehl. Denn es kann ja passieren, dass wir Fehler in unseren Tests einbauen. Das darf man auch nicht vergessen. So, nachdem der Test fehlgeschlagen ist, implementieren wir die Software. Und zwar implementieren wir jetzt nur den Teil, der für den soeben fehlgeschlagenen Test von Bedeutung ist. Ja, also wir implementieren jetzt nicht die ganze Software, sondern wir bauen noch einen Test, führen den aus, stellen fest, der schlägt fehl und implementieren dann den Teil, der fehlgeschlagen ist, sodass dieser Test danach nicht mehr fehlschlägt. So, und das ist jetzt so ein
Zyklus, den man bei der testgetriebenen Entwicklung eben immer weitermacht, bis die Tests nicht mehr fehlen. Es gibt hier natürlich auch noch seitliche, noch so Abweichungen. Das kann natürlich auch durchaus sein, dass wir da oben wieder einbrechen. Und zwar aus beliebigen Phasen. Das ist jetzt einfach so eine Abfolge von Aktivitäten. Das kann zu beliebigen Zeitpunkten passieren, dass man neue Anforderungen findet. Ja, das ist also auch ein Prozess, der so ein bisschen parallel stattfindet. Das wirkt jetzt ein bisschen mystisch vielleicht. Ich möchte das jetzt einmal an einem Beispiel demonstrieren. So, wir wollen uns das mal anschauen an einem Beispiel, und zwar ein Filmverleih. Das Originalbeispiel basiert auf einer Videothek, einem DVD-Verleih. Ich weiß nicht, ob das einige von Ihnen noch kennen, das sind so runde Scheiben. Da geht man in den Laden und leiht die aus und legt die dann zu Hause in so einen Kasten rein und der ist am Fernseher angeschlossen und dann kann man sich das am Fernsehen anschauen. Das Prinzip funktioniert jetzt aber beispielsweise bei Amazon Prime oder bei Maxdome ganz genauso. Also die Idee ist, wir wollen Filme verleihen können und wir wollen die Methode testen, die den Leihpreis berechnet. Und der Leihpreis berechnet sich so, dass die ersten zwei Tage für einen Film immer 2 Euro kosten, egal ob man ein oder zwei Tage ausleiht. Also 2 Tage lang kostet es zusammen 2 Euro und dann kostet jeder weitere Tag 1,75 Euro. Und das soll unsere Methode, mit der wir diese Filme ausleihen, soll das berechnen. Sie finden die fertigen Klassen hier in dem Paket Filmverleih. Und ich will das jetzt aber einmal hier entwickeln. Das heißt, ich lege ein neues Paket an. Das wird dann im SVN nicht auftauchen. Das lösche ich dann wieder. Sie haben dann aber die fertigen Methoden im Prinzip dann da. So, das heißt, ich will jetzt einmal für den Kunden, wenn er in die Videothek kommt, beziehungsweise sich bei Amazon einloggt, einmal für die Entleihvorgänge den Preis berechnen. Das heißt, wir machen einmal eine neue Klasse Kunde. So, die nennen wir Kunde. Und die soll jetzt erstmal weiter nichts können, außer da sein. So, die Idee, die jetzt bei der testgetriebenen Entwicklung dahinter steckt, ist, dass wir für jeden Test eine eigene Methode schreiben und die Tests wiederum stehen in einer Klasse, die so heißt wie die Klasse, die wir testen wollen, und hinten dran hängt der Test. Das heißt, ich brauche jetzt noch eine zweite Klasse, die ich Kunde-Test nenne. Und die legen wir jetzt auch erstmal einfach so an. So, und hier drin schreiben wir jetzt die Tests. Die Testmethoden, die wir bauen, sind statische Methoden. Die sind public, damit die Testumgebung darauf zugreifen kann. Was die Testumgebung genau ist, das werde ich Ihnen auch gleich noch erklären. Die Tests sind üblicherweise void, weil sie nichts zurückliefern. Und jetzt wollen wir einmal die Berechnung des Preises testen für einen Film. Also wir wollen einen Film für einen Tag ausleihen. Und der Preis soll dann wie sein? Ja? 2 Euro, genau. Also leihe einen Film einen Tag. Oder wir machen nur einen Film. So, die Eingabe ist leer. Achso, die Methode heißt natürlich vorne Test. Ah ja, danke. So,
Damit das jetzt ein Test wird, müssen wir einmal noch kurz uns darüber Gedanken machen, wie diese Tests überhaupt ausgeführt werden. Ich benutze hier ein Framework, das nennt sich JUnit. Das wird im Eclipse üblicherweise mitgeliefert, beziehungsweise mit dem Java SDK. Sehen Sie in einem How-To-Video, was auf dem SoftLab-Server liegt. Da gibt es ein How-To-Video, wie man JUnit in Eclipse einbindet. Das können Sie also mit diesem Video dann zu Hause machen. Das JUnit funktioniert so, dass wenn ich jetzt diese Kunde-Test-Klasse ausführe, da passiert gar nichts. Achso, da wird irgendein altes Programm noch ausgeführt, was ich beim letzten Mal ausgeführt habe. Das heißt, in meiner Kunde-Test passiert jetzt einfach überhaupt gar nichts, weil wir ja nicht gesagt haben, was wir da jetzt ausführen wollen. Und um so einen Test zu kennzeichnen, gibt es eine sogenannte Annotation, die heißt addTest. Das kennen Sie vielleicht vom addSuppressWarnings schon, wenn Sie das abschalten wollten, dass der Compiler immer warnt, dass Sie den Scanner nicht schließen, der am System inhängt. Das sind im Prinzip auch sowas ähnliches wie Klassen und der Compiler unterstreicht das jetzt hier rot und sagt, das kenne ich nicht. Und wir müssen jetzt das Paket importieren, in dem diese Klasse für die Annotation drin liegt. Das macht man so, da fährt man einmal mit der Maus da drauf, das kennen Sie vielleicht auch schon. Nicht klicken, sondern einfach nur die Maus hinstellen. Und dann werden diese Quickfixes angeboten. Und dann ist der erste gleich importiere Test aus dem Paket org.junit. Und das ist auch das, was wir machen wollen. Nicht immer ist der erste Quickfix der richtige, aber es ist durchaus oft so. So, jetzt können wir diesen Test einmal ausführen und jetzt steht hier, also jetzt sehen wir erstmal, es ist was anderes passiert. Es ist jetzt tatsächlich dieser Test ausgeführt worden. Können Sie das einigermaßen lesen, was hier steht? Ich kann das leider nicht vergrößern. Diesen Teil hier steht jetzt, also erstmal das Ding ist rot, das heißt, es ist fehlgeschlagen. Dann steht hier die Klasse. Kunde-Test und dann steht da drunter Initialisierungsfehler. Also das ist gar nicht möglich gewesen, diesen Test irgendwie zu initialisieren. Naja, das ist jetzt nicht besonders überraschend. Wir haben in unserem Testfall ja noch überhaupt nichts drin. So, jetzt wollen wir einen Preis berechnen. Und das soll jetzt die Klasse Kunde tun. Jetzt sehen wir, da drin gibt es noch keine Methoden. Ich sage jetzt einfach mal hier Lion. Und wir wollen diese Methode Lion immer aufrufen für einen Film und wollen die Anzahl der Tage mitteilen, für die wir diesen Film ausleihen. Das heißt, wir wollen jetzt einen Film ausleihen für einen Tag und würden dann davon ausgehen, dass der Preis welchen Wert enthält? 2, ja? Genau. Und das können wir jetzt überprüfen mit einer sogenannten Assertion, indem wir nämlich sagen, und das kommt jetzt aus dem JUnit-Framework, stelle sicher, dass der Wert, den wir erwarten und der Wert, den wir tatsächlich zurückerhalten, übereinstimmen. Das heißt, wir erwarten jetzt den Wert von 2 und der Wert, den wir zurückbekommen haben, ist der Preis. Hoppla. So, jetzt werden wir sehen, dass das gar nicht gut funktioniert. So, das erste ist mal, dieses assert equals gibt es nicht. Da setzen wir jetzt auch einen Import wieder. Dann sehen Sie hier oben, werden die Assertions alle importiert. Und jetzt gibt es natürlich die Methode line noch nicht. Wenn ich jetzt den Test ausführen würde, würde der Compiler meckern und sagen, es geht nicht. Und da sage ich jetzt einfach, leg mir mal diese Methode an. So. Die Methode ist jetzt da. Jetzt gibt es keine Compilerfehler mehr.
Warum eigentlich? Ach so. Nee, das müsste eigentlich funktionieren. Das ist eine statische Methode. Nee, nee. Ah ja, der Eclipse hatte sich einfach beim Speichern verschluckt. Nee, nee, die Methode steht in der Klasse Kunde. Statische Methode Line, die steht in der Klasse Kunde. Und wir sind in Kunde-Test, wo unsere Tests drin stehen. So. Die Methode gibt jetzt standardmäßig 0 zurück. Wir führen unseren Test aus und gehen davon aus, dass er fehlschlägt. Achso, die darf nicht statisch sein. So, was steht jetzt hier unten? Hier steht jetzt Assertion Error. Es gab also einen Fehler, weil diese Zusicherung, die wir verlangt haben, wurde nicht erfüllt. Hier steht jetzt, erwartet wurde 2. Aber das Ergebnis war 0. Ja, also in der Variable Preis steht jetzt der Wert 0. Wir verlangen aber, dass hier eine 2 steht. Weil wir das wissen aus der Fachlichkeit heraus. Das kommt jetzt aus den Anforderungen. Und jetzt müssen wir sozusagen unsere Methode so anpassen, dass sie den richtigen Preis zurückliefert. Was ist denn jetzt die einfachste Variante, damit ich meinen Test dazu kriege, dass er ein positives Ergebnis zurückliefert? Was ist das aller einfachste, ja? Return 2. Return 2, genau. Ja? Jetzt führen wir nochmal den Test aus und siehe da, der ist grün. Ja, also jetzt werden ja auch keine Fehlermeldungen mehr angezeigt, sondern der ist halt grün, es funktioniert alles. Wunderbar. Das ist schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. Also jetzt haben wir schon mal gesehen, okay, da funktioniert was so, wie es soll. So, jetzt wollen wir mal ganz verwegen sein und 2 Filme ausleihen. So, und zwar wollen wir einen Film für einen Tag ausleihen und einen zweiten Film für 2 Tage. So, dann schreiben wir hier erstmal eine 2 rein. Dann muss ich dort an der Stelle natürlich das int wegmachen, weil die Variable ja schon definiert ist. So, was erwarten wir jetzt als Preis für diese beiden Filme? Ja? Für 2 Filme? Ein Film kostet für 2 Tage 2 Euro, ja? 4 Euro. Wir erwarten jetzt also, dass in Preis eine 4 drin steht. Dass es jetzt fehlschlagen wird, ist, denke ich, klar. Ja? Also der erste Test funktioniert nach wie vor. Der zweite schlägt fehl. Und jetzt kommen wir hier an ein Problem. Was müsste man jetzt eigentlich machen? Wie kommen wir jetzt, oder wie würden wir das jetzt heilen können? Ja? Ja, da würde jetzt wahrscheinlich der erste Test wieder fehlschlagen. Genau. Also, was müssen wir jetzt hier machen? Also unser Test hat jetzt einen Fehler. Ja? Man müsste die zu dem Preis eigentlich zuaddieren. Genau. So, und das ist jetzt was. Wir führen es mal aus. Und es funktioniert auch. Und das ist jetzt was, was man niemals tun will. Weil wir jetzt einen Teil der Fachlichkeit unseres Programms in dem Test abgebildet haben. Wir müssen für die Entwicklung des Tests jetzt wissen,
dass die Methode Lion die verschiedenen Kosten aufsummiert. Das ist aber sogar möglich, dass wir das gar nicht wissen, wie das ganz genau gemacht wird. Also in Teilen vielleicht, dass wir das in Teilen nicht wissen. Das heißt, das ist jetzt hier keine, das ist jetzt keine gute Idee. Wir bedienen uns jetzt eines Tricks. Wir sagen, der Kunde hat zusätzlich eine Variable, in der wir den Preis festhalten. Ja? Also hier gibt es eine public static int Preis. Und wenn wir das machen, dann können wir den Preis hier ganz weglassen. Ja, ich kann also genauso wie ich in einer Klasse eine Methode definiere, kann ich in einer Klasse auch eine Variable definieren, auf die ich von überall in der Klasse zugreifen kann und außerdem von überall außerhalb, weil die public ist. Ich kann also von Kunde Test aus jetzt Kunde.Preis auslesen. Ja, ist das allen klar, wie das funktioniert? Wir haben also in der Klasse Kunde eine einzige Variable, in der Preis drin liegt. Und diesen Preis lesen wir in unserem Test dann aus. Wir haben jetzt also die Fachlichkeit der Klasse verändert. So, und das machen wir hier jetzt genauso. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann schlagen wieder beide Tests fehl. Ja, das ist jetzt leicht zu sehen, woran das liegt. Warum ist das jetzt so? Wir lesen jetzt diese Methode hier aus, diese Variable lesen wir aus in unserem Test, aber die wird ja in dieser Methode nie geschrieben. Ja? Wir können jetzt eigentlich diese Methode so ändern, dass sie void ist, und hier sagt, Preis ist gleich 2. Ja, verstehen das alle? Ich setze jetzt in der Methode, gebe ich jetzt nicht mehr einen Wert zurück, sondern ich setze jetzt die Variable, die dann später auf der Rechnung des Kunden ausgedruckt wird, die setze ich jetzt auf den Wert, den ich haben will. Und wenn ich jetzt wieder den Test ausführe, wird einer fehlschlagen und der andere nicht. Ja? Der erste funktioniert, weil tatsächlich genau der Preis auf 2 gesetzt wird. Und der zweite funktioniert nicht. Hier steht jetzt, erwartet wird eine 4, aber als Ergebnis habe ich eine 2. Ist ja klar, weil die Methode die Variable immer auf 2 setzt. Was müssen wir jetzt also machen? Genau, wir müssen jetzt immer in Kunde den Preis um 2 erhöhen. Weil wir ja in der Variablen Preis letzten Endes den Gesamtpreis am Ende kumulieren. So, jetzt schlägt es immer noch fehl. Warum ist das so? Warum schlägt das jetzt fehl? Also hier steht jetzt, erwartet wird 4, aber das Ergebnis ist 6. Warum schlägt das fehl? Ja? Genau. Der erste Test setzt ja schon den Preis auf 2. Dann kommt der zweite Test, der erhöht ihn nochmal um 4, dann kommen wir auf 6. Die Tests sind ja aber eigentlich voneinander unabhängig. Die müssen ja ganz unabhängig voneinander ablaufen. Und was müssen wir jetzt eigentlich machen? Sie haben es schon richtig gesagt, weil der Preis nicht zurückgesetzt wurde. Wir wollen aber eigentlich nicht den Preis nach jedem Test zurücksetzen, sondern wir wollen was anderes machen. Das Ergebnis ist dasselbe. Wann wollen wir den Preis setzen? Also wir wollen das nicht nach dem Test machen, sondern... Ja?
Vor dem Test, genau. Wir wollen es immer vor dem Test machen. Und dafür gibt es auch eine Annotation. Die heißt Before. Und da kann ich eine Methode schreiben, die, wenn die mit Before annotiert ist, wird die vor jedem Test ausgeführt. Also immer bevor der Test ausgeführt wird, wird die Methode Setup ausgeführt. Die hat auch wieder keine Parameter. Und die sagt einfach Kunde.gesamt ist gleich .preis, Verzeihung. Ist gleich 0. So, und hier sehen wir jetzt wieder, die Annotation gibt es nicht, die importiere ich wieder. Und wir müssen hier noch Void machen, genau. So, und jetzt gibt es einen Initialisierungsfehler. Warum ist das so? Sehr seltsam. Jetzt muss ich einmal hier reinschauen. Das verstehe ich nicht genau. Ich bin kurz ratlos, aber okay, also es ist auf jeden Fall was Mystisches. Wir versuchen mal, das Paket zu ändern.
Also ich bewege die jetzt in ein anderes Paket rein. Okay, es lag daran, dass in der Pakethierarchie die Klasse, die ich angelegt habe, über der Klasse stand, die schon im SVN liegt, und die benutzen beide Methoden mit demselben Namen. War mir auch nicht bekannt, dass das JUnit so funktioniert. Also wenn Sie Methoden mit demselben Namen haben, dürfen die nicht in einem Paketpfad liegen. Was ein Paketpfad ist, werden wir in einer der nächsten Vorlesungen auch sehen. Okay, also was haben wir jetzt hier? Was ist jetzt hier passiert? Wir hatten ja das Problem, dass der Preis nicht zurückgesetzt wurde, beziehungsweise vor dem Test nicht gesetzt wurde. Und das haben wir jetzt dadurch gelöst, dass wir hier diese mit bevor annotierte Methode aufrufen, die eben vor jedem Test den Code ausführt, der da drin steht und eben diese Variable auf einen Wert setzt. Ich würde jetzt auch nicht sagen zurücksetzt, sondern sie setzt sie jetzt auf einen Wert, der für den nächsten Test für uns von Bedeutung ist. So, okay. Ja, und so geht das jetzt weiter, so machen wir jetzt weiter. Ja, jetzt leihen wir drei Filme aus. Und zwar leihen wir jetzt ganz verwegen den dritten Film für 3 Tage. So, und jetzt muss man eben aufpassen, dass der Test durch dieses Copy and Paste nicht einen Fehler kriegt. Ja, also je komplexer diese Tests werden, desto fehleranfällig sind die natürlich auch selbst. Wie ist denn jetzt der Preis? Ja? 7,75 Euro, genau. Also 3 Filme für 2 Tage sind 6 Euro. Und dann kommt noch von dem dritten Film dieser eine Tag dazu, sind 7,75 Euro. So, was passiert jetzt? So, jetzt ist was Seltsames hier passiert. Das sagt jetzt, the method assert equals double, double aus dem Typ assert ist deprecated. Das heißt, die Methode, die 2 Doubles entgegennimmt, diese Zusicherungsmethode, die soll man nicht mehr verwenden. Deprecated, es ist angekündigt, dass die in Zukunft möglicherweise nicht mehr unterstützt wird. Warum ist das jetzt so? Also erstmal hat der Compiler gemerkt, wir geben hier ein Double rein, wir wollen also offensichtlich eine andere Methode aufrufen als hier oben. Und jetzt kann es ja sein, dass durch die Berechnungen, die wir anstellen, das Double hat ja so eine gewisse Fehleranfälligkeit. Ja? Es kann ja sein, dass in der 12. Nachkommastelle Double eine Abweichung hat. Und deswegen sagen diese Tests, okay, es ist relativ wahrscheinlich, dass du einen Wert rauskriegst, der sehr, sehr nah an dem gewünschten Ergebnis ist, aber nicht hundertprozentig genau. Und deswegen kann man hier so eine maximale Abweichung angeben. Das heißt, wir können jetzt hier dahinter schreiben, 0,0001. Also wenn sich die Preisberechnung um 1/10.000 Cent vertut, das ist jetzt für unsere Fachlichkeit auch völlig okay, weil das in der Rundung untergehen würde, dieser eine Cent oder dieser 1/10.000 Cent. Beziehungsweise 1/10.000 Euro. Dann soll der Test als akzeptiert oder dann soll dieser Wert als akzeptiert gelten. Das heißt, wenn da 7,75001 rauskommt, dann ist es gerade noch in Ordnung. Ja, dann ist die Abweichung genau noch in dem Rahmen, den wir akzeptieren würden. So, dann führen wir den einmal aus, sehen, dass der fehlschlägt. Er sagt, er erwartet 7,75, aber das Ergebnis ist 6,0. Was müssen wir denn jetzt tun? Wir müssen jetzt wieder unsere Ausleihmethode anpassen. Und das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Wir zählen jetzt für diesen einen, wir
zählen jetzt für diesen einen Film immer diese zwei ersten Tage drauf. Was müssen wir denn jetzt aber zusätzlich noch tun? Ja? Für die weiteren Tage, genau. Und wie berechnen wir das? Ja? Also wenn wir mehr als zwei Tage haben, dann machen wir was? Was ist, wenn wir fünf Tage mieten wollen? Ja? Mal was? Ja? Mal i minus zwei. Ja? Die ersten zwei Tage, die unter dem Discount liegen, dürfen wir ja nicht nochmal berechnen. So. Jetzt sehen wir hier so ein paar Fehler. Ah ja, i minus zwei. Auch ein schöner Fehler, gehe ich auch gleich noch drauf ein. So, jetzt können wir, jetzt merkt der Compiler, okay, 1,75 kannst du nicht auf den int drauf rechnen. Er schlägt jetzt vor, entweder auf int zu casten oder die Variable gleich in double umzuwandeln. Ja, ist natürlich sinnvoll, das in double umzuwandeln. Ich hatte ja mal gesagt, wenn wir mit Geld rechnen, nehmen wir immer long und mal 10.000. Der Einfachheit halber mache ich das jetzt hier in dem Beispiel nicht. So, und jetzt habe ich den ausgewählt und jetzt sehen Sie, hier oben hat sich der, Double verändert, dieser Typ verändert. So, und außerdem ist das mit dem I nicht so schön. Was ist denn das I von der Fachlichkeit her? Ja? Nee, das I ist ja das, was reinkommt. Was hatten wir gesagt? Was war die Bedeutung von I? Sehen Sie, Sie haben es auch schon wieder vergessen. Die Anzahl der Tage, ja, und deswegen nennen wir das auch Tage, und da gibt es einen schönen Trick in Eclipse, man markiert die Variable, macht einen Rechtsklick und sucht dann hier Refactor und sagt dann Rename. Und dann werden alle markiert und an allen Stellen, wo das auftaucht, wird es geändert. Das ist cool, oder? So, und jetzt müssen wir ja eigentlich davon ausgehen, dass unsere Tests wieder funktionieren. Tun sie nicht. Warum? Schauen wir mal. Jetzt sagte er, ich soll diesen assert equals nicht verwenden. Ja klar, wir haben den Preis auf double geändert, also müssen wir auch alle Tests vorher anpassen. Also hier müssen wir jetzt erwarten 4.0. Und auch wieder diese Maximalabweichung. Und hier müssen wir jetzt erwarten 2.0. Und auch wieder diese Maximalabweichung. So, und jetzt ist alles gut. Ja, also jetzt haben wir so die wesentlichen Fälle. Und zur Sicherheit machen wir jetzt mal noch einen Testfall, der vier Filme entleiht. Ja, wie diese Testfälle jetzt beschaffen sein müssen, hängt eben, wie gesagt, von der Fachlichkeit und von den Anforderungen ab. So, wie ist der Preis, den wir jetzt hier berechnen müssten, theoretisch? Also wir haben 4 mal 2 Tage, macht 8 Euro. Und beim dritten Film und beim vierten Film kommen dann noch 3 Tage dazu. 3 mal 1,75 sind 5,25, oder? Also 8 plus 5,25 sind 13,25. Das ist jetzt das, was rauskommen müsste. So, und das ist jetzt das erste Mal, dass wir einen Testfall haben, an dem wir sehen, dass unsere Methode jetzt wahrscheinlich funktioniert. Weil sie
weil sie jetzt, ohne dass wir sie modifizieren mussten, den richtigen Wert zurückliefert. Es steckt jetzt natürlich trotzdem noch ein Fehler drin. Wer sieht das? Durch Ansicht dieser Methode. Es ist ein etwas ungewöhnlicher Testfall, der aber oft wichtig ist. Na, wir schauen mal. Was passiert denn, wenn ich keinen Film ausleihe und trotzdem diese Leihmethode aufrufe? Aus irgendeinem Grund, wissen wir ja nicht genau. Und wenn ich sage 0 Tage, dann schlägt er fehl. Klar, ja, weil hier oben immer der Preis um 2 erhöht wird. Egal, wie viele Tage ich jetzt tatsächlich ausleihe. Und wie heilen wir das? Ja? Frage gleich 0. Ja? Dann kann man den Preis auf 0 setzen. Ich würde sagen, if Tage größer 0, dann führen wir die Berechnung aus, oder? Ja. Aber das, was Sie gesagt hätten, kann man haben... Könnte man genauso machen, ja. So, jetzt gibt es hier noch was. Jetzt ist ja diese ganze Anordnung hier so ein bisschen durcheinander. Da kann man jetzt auch mit Refactoring rangehen und kann sagen, formatiere mir mal das hier neu. Und dann wird das automatisch neu formatiert und sieht wieder gut aus, ja. Also Rechtsklick und Format. Bei Source steht das drin. Source, Format, macht den Quelltext hübsch. Außer bei Switch Case. Bei Switch Case sieht es danach irgendwie komisch aus, aber ich glaube, damit kann man leben. So, was passiert denn jetzt, wenn die Videothek oder der Online-Verleih die Preise ändern möchte oder die Discount-Spanne? Ja? Man kann die ganzen Werte als Variablen deklarieren, erstmal nochmal die Variablen deklarieren. Genau, sowas macht man auch nicht, was ich jetzt hier gemacht habe. Ja, das ist hier die Discount-Spanne, das ist der Preis, ne, das hier ist die Discount-Spanne und das ist der Basispreis für die Discount-Zeit. Ja? Also Sie sehen auch schon, dadurch, dass beides eine 2 ist, denkt man vielleicht auch, dass es fachlich dasselbe ist. Ist es aber nicht. Und man macht das, was Sie gerade gesagt haben, man benutzt dafür Variable, die nennen sich Konstanten. Die sind Public, Static, Final, Double, Tagespreis. Die schreibt man auch groß. Der ist 1,75 €. So, und dann kann ich hier an der Stelle, wo hier die 1,75 € steht, den Tagespreis einsetzen. Und dann sieht man jetzt den Vorteil noch nicht so sehr. Wenn ich jetzt aber noch so eine Discount-Spanne festlege, Public, Static, Final, Int, Discount Tage, also für wie viele Tage es günstiger ist, dann sollen das hier 2 Tage sein. Und dann sehe ich, das muss ich hier eintragen und hier. Ja? Also da sieht man jetzt schon den Effekt, dass es sinnvoll ist, so eine Vorgabe zu machen. Und dann nehmen wir noch einen Discountpreis. Und jetzt sind wir so im Refactoring so ein bisschen drin. Und der ist 2 Euro. Und das ist eigentlich so das, womit man relativ viel Zeit beim Programmieren verbringt.
dass man erstmal sozusagen eine Durchstichlösung sucht und die dann so umbaut, dass sie eben wartungsfreundlich wird. Ja? Also jetzt ist es ein wesentlich geringeres Problem, in vielleicht noch weiteren Methoden, die irgendwie für die Berechnung herangezogen werden, diese Werte zu ändern. Tatsächlich kommt sowas natürlich am Ende aus der Datenbank. Ja? Also in echten Systemen werden solche Werte in einer Konfiguration oder in einer Datenbank gespeichert. Und auf diese Werte, die in der Datenbank liegen, könnte man dann hier von den Tests aus auch zugreifen. Ja, also vom Test könnte ich genau auch auf diese Werte dann zugreifen. So, jetzt möchte ich, also das ist jetzt der Teil testgetriebene Entwicklung. Wir sehen jetzt hier auch, dass die Tests wieder funktionieren, auch wenn wir keinen Film ausleihen. Es ist natürlich nicht immer so, dass man eine Software hat oder dass man keine Software hat und die entwickelt, sondern es ist natürlich auch so, dass man häufig Software hat und weiterentwickeln soll oder dort Fehler suchen soll und diese Software vielleicht auch gar nicht selbst geschrieben hat. Dann kann es auch durchaus sinnvoll sein, dass man sich dafür Tests schreibt. Ich habe hier mal so eine Klasse, die heißt ArrayDemo. Da gibt es ein paar Methoden drin, die mit Arrays so Sachen machen. Einmal eine, die heißt ArrayMax. Da wird das Maximum aus dem übergebenen Array ermittelt. Dann haben wir einmal eine Summe, wo wir alle Elemente in dem Array aufsummieren wollen. Dann haben wir einmal Multiply. Da wollen wir jedes Element in einem Array mit einem bestimmten Faktor multiplizieren. Und dann haben wir hier einmal eine Methode doppelt, die soll für ein Array, was wir reinkippen, ein anderes neues Array übergeben, was jeden Wert verdoppelt enthält. So, und dazu habe ich jetzt mal so ein paar Tests gemacht. Häufig empfiehlt sich das auch, in so einem Test schon mal sich ein paar Variablen anzulegen mit Werten, die man immer wieder verwenden möchte. Also Sie sehen hier zum Beispiel, dass ich mir 8 Arrays angelegt habe. 1 enthält 4 Nullen. 1 enthält 4 negative Werte. 1 enthält 1 bis 4. 1 enthält dasselbe in einer anderen Reihenfolge, oder enthält dasselbe in einer anderen Reihenfolge. Hier nochmal in einer anderen Reihenfolge. Dann ist es auch immer sinnvoll, mal mit dem Maximal- und dem Minimalwert zu testen. Ja, also die größten Werte, die Randbereiche, das beim Testen oder bei Software sind das häufig die Stellen, an denen es irgendwie knallt, wenn man über die Null drüber geht oder wenn man in eine andere Größenordnung wechselt, von 1000 auf 10.000, von Millionen auf 10 Millionen oder auf 100.000, wenn man vom Negativen ins Positive wechselt, wenn man am Randbereich des Datentyps ankommt. Das sind so Punkte, wo man häufig drauf aufpassen muss. Ja, die vergisst man auch schnell mal. Und dann legt man sich halt hier so ein paar Arrays an und die kann man dann in den verschiedenen Tests verwenden. Ich führe das jetzt einmal aus, dann schauen wir mal, was da passiert. Und da sehen wir jetzt, für die Maximumsberechnung scheint das ganz gut zu funktionieren, aber hier gibt es einen Fehler. Der ist mit einem blauen Kreuz. Und da steht jetzt hier unten, Assertion Error, minus 10, minus 17, minus 56, minus 11 und dann steht dahinter minus 10 erwartet und dann steht nochmal in Englisch expected minus 10 but was 0. So, wo kommt jetzt dieser ganze komische Text her? Das war also der Test 2. Wenn ich da doppelt draufklicke, komme ich direkt in die Methode rein, in die Testmethode und dann sehen wir, diese Assert-Methoden, die haben noch eine weitere Variante, wo man am Anfang einen String reinschreiben kann, wo man den Test sozusagen dokumentieren kann. Wo man also schreibt, okay, ich habe jetzt mit diesem Array getestet und ich erwarte minus 10. Und erst danach schreibe ich dann den erwarteten Wert hin und dann schreibe ich den Wert, der tatsächlich zurückkommt. Ja? Sie erinnern sich daran, dass man solche Methodenaufrufe auch geschachtelt machen kann.
Und dieser Array Max, der liefert eben genau das Maximum zurück. Und deswegen kann ich hier direkt den Wert reinschreiben. Ich muss es also nicht erst in eine Variable einspeichern, wie wir das vorhin gemacht haben. Aber das wissen Sie ja schon. So. Was ist jetzt hier schiefgegangen? Wir sehen es ja eigentlich schon. Minus 10 wurde erwartet und wir haben 0 zurückgekriegt. Was ist also wahrscheinlich schiefgegangen? Ja? Wahrscheinlich wurde mit minus 3 mit 0 verglichen und 0 ist ja größer als minus 10 und alle anderen Zahlen, die da in der Array sind. Genau. Wir sehen es jetzt hier. Wir haben das Maximum mit 0 initialisiert. Wenn wir dann aber nur negative Zahlen in dem Array haben, dann ist 0 natürlich größer als jede andere Zahl und bleibt deswegen das Maximum, obwohl das nicht richtig ist. Das heißt, wir müssen hier bei der Suche nach einem Maximum oder nach einem Minimum, also wenn man nach einem Element sucht, was in dem Array drin ist, dann muss man üblicherweise mit dem ersten Element dieses Arrays initialisieren. Ja? Also Methoden, die nach etwas suchen, was sich in einem Array befindet, und dafür Hilfsvariable verwenden, die sollten üblicherweise diese Hilfsvariable mit dem ersten Wert aus dem Array initialisieren. Das muss nicht immer richtig sein, ist aber oft vernünftig. So, jetzt habe ich das mal geändert, jetzt lasse ich den Test wieder ausführen. Und tatsächlich funktionieren jetzt alle Tests fürs Maximum. Wenn man den Fehler jetzt nicht sofort findet, dann kann man sich natürlich auch, wir sehen jetzt hier die Summe, die schlägt hier relativ oft fehl. Dann kann man sich natürlich auch einen Breakpoint setzen und mit dem Debugger da durchgehen. Wie der Debugger funktioniert, hatte ich ja im Praktikum letztens mal erläutert. Und dann kann man beobachten, wie die Variablen sich verändern und dann sieht man das eben auch relativ schnell, was da passiert ist. Wir schauen einmal hier hin. Wurde aufgerufen mit 1, 2, 3, 4, 10 wurde erwartet, aber das Ergebnis war 11. Jetzt schauen wir mal hier, wurde aufgerufen mit 4, 3, 1, 2, 10 wurde erwartet, aber das Ergebnis war 14. 3, 1, 4, 2, 10 war erwartet, aber das Ergebnis war 13. Was ist jetzt wahrscheinlich falsch? Ja? Genau, also wir zählen das erste Element im Array doppelt. Und zwar deswegen, weil wir es hier falsch initialisieren. Stimmt, wir könnten jetzt bei der Schleife erst beim ersten anfangen, aber der tatsächliche Fehler ist eigentlich, dass wir es hier falsch initialisieren. Ja? Eine Summe initialisiert man nicht auf diese Weise, sondern eine Summe initialisiert man mit 0. So, und dann funktionieren auch alle Tests wieder. Und laufen da durch. Ich will jetzt die weiteren Tests gar nicht mehr vorstellen. Ich möchte jetzt hier mal einmal noch auf so ein paar Details eingehen. Wir haben hier noch eine Methode. Verzeihung. Wir haben hier noch eine Methode, die heißt doppelt. Die nimmt ein Array entgegen und liefert ein neues Array zurück, was für jedes Element das Doppelte enthält. Die Methode ist so jetzt richtig, die hat keinen Fehler. Ich möchte jetzt mal darauf eingehen, wie dieser Test dann aufgebaut ist. Das ist der hier unten. Wir nehmen ein Array, das nennt sich R1. Das hat die Werte 6, 18, 28, 90 und so weiter. Und dann legen wir uns ein Array an, wo das Ergebnis reingespeichert wird. Und da wird es mit dem Array A7 aufgerufen. Da müssen wir einmal oben gucken, was A7 ist. Und da sehen wir, A7 ist ein relativ langes Array mit 3, 9, 14, 45, minus 45, 66 und so weiter. Und hier unten im Array R1 stehen jetzt tatsächlich die doppelten Werte drin. Die habe ich jetzt selbst ausgerechnet. Ja, das ist also was man eben machen muss, wenn man einen Test definiert, muss man einmal für den Testfall, den man ausführen will, sich überlegen, was ist denn jetzt das richtige Ergebnis? Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt der Softwareentwicklung, dass man versteht,
was muss meine Methode überhaupt für eine bestimmte Eingabe zurückliefern? Wenn ich eine 3 reinwerfe, muss eine 6 zurückkommen. Wenn ich eine 17 reinwerfe, muss eine 34 zurückkommen. Ja? Das muss man sich einmal bewusst machen. Und da hilft die testgetriebene Entwicklung eben sehr, weil es dort gar nicht anders geht. Sie müssen vorher überlegen, für eine bestimmte Eingabe, die ich jetzt testen will, was soll mein Programm zurückliefern? So, das heißt, wir legen uns hier einmal das erwartete Ergebnis an, dann führen wir die Methode aus und dann gibt es eine Methode, die heißt assert array equals, also da steht nochmal array dazwischen und die vergleicht eben zwei Arrays dann elementweise und guckt, ob derselbe Wert da drin steht. Die gibt es für Int-Arrays, für Double, für Boolean, für alles Mögliche. Ja? Das ist also nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Die Daten, mit denen wir testen, die legt man sich häufig in der Testklasse einmal zentral an, möglicherweise auch in dieser Setup-Methode, wo der Test aufgesetzt wird, ja? Die mit bevor annotiert ist, wenn man die immer wieder ändern will. Es kann aber auch sein, dass man Daten über verschiedene Tests hinweg immer weiter verändern will. Insbesondere wenn man so Workflows in einem Business Information System testet, dann kann es sein, dass eine bestimmte Methode ein Ergebnis zurückliefert, was dann in einer anderen Methode wieder verwendet werden soll. Und das sind dann halt zwei Testfälle, die aber in diesem Workflow miteinander zusammenhängen. Das hängt dann immer von der Fachlichkeit des Systems ab, was man baut, wie genau die Tests angelegt sind. Ich möchte Ihnen hier halt einmal so die Grundlagen zeigen und so ein paar Tricks, mit denen Sie da vorgehen können. Sehen Sie sich also bitte JUnit an. Die Quelle ist im Moodle angegeben, beziehungsweise auf dem SoftLab-Server verlinkt. Schauen Sie sich an, welche Assert-Methoden es gibt. Das entsprechende Übungsblatt dreht sich auch um solche Assert-Methoden und darum, wie solche Tests zu schreiben sind. Und lesen Sie in dem Buch Testgetriebene Entwicklung, was im Moodle auch verlinkt ist, das liegt bei uns in der elektronischen Bibliothek, eben auch mal nach, wie das mit JUnit alles funktioniert. Ja, also falls das noch nicht verlinkt ist, dann werde ich das jetzt noch verlinken, das Buch von Herrn Westphal, Testgetriebene Entwicklung mit JUnit, gibt es bei uns in der E-Book-Bibliothek. So, das war jetzt für heute erstmal alles zum Thema testgetriebene Entwicklung und Refactoring.